So, hier über die Brücke und dahinter sollte es dann aber sein. Hier geht's auch ganz schön weit hoch, also ist das gut möglich? So viele Länder. Oh, super. Ich wollte eigentlich nur meinen Bogen rausholen. Super. Nein, ich drücke die andere Richtungstaste und er macht es einfach trotzdem. Lydia hat es einfach mit dem Bogen gemacht. Kann ich die wieder wegstecken? Wen haben wir hier? Nicht für wen ihr mich haltet und es ist mir auch egal. Lasst mich in Ruhe. Ich habe keine Zeit für solch großen Mumpitz. Kommt jetzt friedlich mit, dann müssen wir auch nicht grob werden. Oh. Ich glaube, sie spricht die Wahrheit. Sind die beiden, hä? Ich gehe nirgendwo hin. Sie hat die Narbe nicht. Ihr was? Braucht etwas? Oh, ihr habt recht. Also sie sind immer noch auf der Suche, hä? Wir haben einen Fehler gemacht. Ihr geht jetzt besser weiter, bevor ihr euch mit eurem Mundwerk noch Ärger einhandelt. Wenn ihr das nächste Mal jemanden belästigt, vergewissert euch vorher, dass es die richtige Person ist. Ausländer, was für eine Plage. Was sollte das Ganze? Ich weiß es ja Sie in dachten, ich Wirklichkeit. Wäre eine andere Rotwadonenfrau. Sie ließen mich einfach nicht in Ruhe. Hoffentlich verirren sie sich in der Wildnis. Schön wäre es. Die Typen scheinen nämlich wirklich nicht nett zu sein. Hab ich Glück, dass ich die Rotwadronen schon gefunden habe, ihnen aber niemals davon berichten werde. Obwohl ich gerne herausfinden würde, was genau sie gemacht hat. Wir haben ja nur so ein bisschen Grobes erfahren. So, jetzt geht's aufwärts, immer weiter. Okay. Was zur Hölle? Okay, sie tun so aus, als müssten wir hier absteigen. Könntest du bitte mein Pferd in Ruhe lassen? Lydia, mach doch mal was. Lydia! Oh mein Gott, was macht sie denn? Lass mein Pferd in Ruhe! Meine Güte! Gibt's doch nicht. Verdammter Säbelzahntiger. Alle 5 Meter kommt hier irgendwas auf uns zu. Aber das ist auch okay so. So, wenn mein Pferd jetzt bitte in die richtige Richtung laufen könnte. Es gibt irgendwie keinen Rückwärtsschritt bei den Spiel-in-Spiel-Pferden, habe ich so das Gefühl. Die Pferde sind alle zu blöd. Ich bin mir aber sicher, dass Pferde zumindest auf ebener Fläche rückwärts laufen können. Langsam, aber es geht. Und bei Spielen laufen sie dann immer irgendwie im Kreis. So, diesmal... Ich glaube aber, das sind friedliche Tiere, oder? Oh, wow. Ja, sie rennen weg. Ich glaube, das sind Steinböcke oder so. Was wäre hier runter? Steht nicht da. Aber wir laufen auf jeden Fall in die richtige Richtung, oder? Nee, wir sind anscheinend viel zu weit gelaufen. Toll. Naja. Wenn wir hier hoch weiterlaufen, dann können wir wieder zurücklaufen. Irgendwie bin ich die falsche Richtung gelaufen. Super. Hier erstmal hoch. Dann geht's auch wieder ein Tickchen schneller. Hallöchen, ich bin schneller als du, auch wenn das nicht besonders schnell ist. Oh, das ist auch hübsch. In die Ferne zu schauen. Okay, also wir müssen hier hoch. Das ist die richtige Richtung. Ich hätte einfach gleich den Pfeil an der richtigen Stelle positionieren sollen. Dann wäre mir das nicht passiert. Schon wieder einer von denen. Nee, das ist ein Bär, oder? Nee, schon wieder ein Säbelzahntiger. Komm, runter vom... auf mein Pferd anzugreifen. Oh, wow. Die hauen auch ganz schön rein. Nicht runterrollen. So.
Jetzt kannst du gerne weiterrollen. Und Pferdchen ist da vorne, ist ein Stückchen weiter gerannt. Das wird auch schon wieder sehr, sehr dunkel. Tja, hätte ich mal Navi mitgenommen, dann wäre ich in die richtige Richtung gelotst worden. Weg mit dir, Skiva. Der Fuchs sollte uns friedlich, oder zumindest sollte passiv sein und uns nicht angreifen. So. Schön, die Sterne überall. Sind schon außerordentlich schöne Nächte hier. An Himmelsrand. Jetzt ist es auch mal wieder schön dunkel. Aber halt immer noch sichtbar dunkel und nicht so wie früher. Wie vorher. So, und hier haben wir noch eine kleine Höhle. Die Beinbrecherhöhle. Die möchte ich definitiv nicht. Steil ist es hier. Gut, dass ich ein Pferd genommen habe. Ob man vielleicht auch ein Pferd für Lydia kaufen kann, damit sie mitreiten kann? Ich weiß es nicht. Da vorne scheint ein Schild zu sein. Da müssen wir auf jeden Fall wieder den richtigen Weg nehmen. Das wäre... hier lang. Ich glaube Richtung Weißlauf und nicht... naja, Richtung da, wo nichts angezeigt wird. Oh Gott, wir könnten hier auch jederzeit überfallen werden. Schwer zu sehen. Zum Beispiel wie hier von dem Wolf. Den ich jetzt nicht mehr treffen kann, weil mein Pferd sich in die falsche Richtung gestellt hat. Jedes Mal. Jedes einzelne Mal. Wo ist der? Warum hauen die eigentlich immer sofort ab? So. Auf ein unsichtbares Pferd aufsteigen. Und dann geht's auch weiter. Was haben wir denn hier? Eine Farm? Ich will zumindest mal dran vorbeigelaufen sein, um zu wissen, was das für eine Farm ist. Sieht aber wieder böse aus, eher. Der Sareti-Hof. Ob wir hier vielleicht übernachten können? Wahrscheinlich nicht, ja. Ich gehe erstmal weiter. Hat Lydia hier auf uns gewartet? Nee. Okay, mit dem... ich find's dumm, dass man von hier nicht mit den Leuten reden kann. Noch einer? Nee. Das sind Elche. Die werden unser Pferd, glaube ich, nicht angreifen, wenn wir sie nicht provozieren. So. Bei der Brücke... oh, einfach ein random Khajiit? Naja, warum auch nicht? Okay, wow. Will mein Inventar wieder nicht funktionieren? Ach nee, ich habe die Tränke nicht favorisiert. Meine Güte, wie kann er mit seinen Krallen so viel Schaden machen? So. Mann, wie uns einfach alles töten will. So, und ich mach's einfach. Das Mistvieh. Wow. Der hatte ja sehr viel Zeug. Skoma. Zaubertrank. Mhm. Ui, Schwarzdornmet. Vielleicht war der auch einfach nur betrunken, aber er hat sich auf jeden Fall mit den Falschen angelegt. Und er hätte uns auch getötet, hätte ich nichts gemacht. Ich habe alle meine Heiltränke verbrauchen müssen. Und ich sehe auch mein Pferd nicht mehr. Da ist es. Okay, dann ist ja alles in Ordnung. So, das nächste ist dann hier. Und wir bewegen uns immer genau in die gegengesetzte Richtung, von dem ich anzeige. Ich habe gerade...
Ja, ich sollte das nicht auf E haben. Kommt man aus Versehen rauf. Ne, ich habe gerade D gedrückt, um nach links zu laufen. Der ist nach rechts gelaufen. Ne, andersrum. D, um nach rechts, und der ist nach links gelaufen. Das habt ihr ja gerade auch gesehen. Spaßig. So. Und hier schön hier weiter dem Weg folgen. Noch mehr Gegner. Was Hölle ist das? Die Spinne ist auf jeden Fall nicht besonders stark. So, wir sind ja auch schon zweimal aufgestiegen. Hallöchen. So, mitten im Wald jemanden zu treffen? Na, komm. Hallo, werter Reisender. Ein fahrender Troubadour und ein wandernder Taugenichts. Zu Ihren Diensten. Was macht ihr hier draußen, wenn ich darauf klicken kann? Ich beobachte und schreibe über die epische Schlacht um Himmelsrand. Wenn Brüder einander mit bitteren Klingen bekriegen, gibt das doch gewiss Stoff für ein Lied her. Es ist Bade. Könnt ihr mir etwas über Redekunst beibringen? Tja, nach einem gewissen Vorfall, bei dem ein verwegener Bursche und die Tochter eines bedeutenden Tane eine Rolle spielten. Nein, lieber nicht. Leider nicht. Aber wenn ihr eure Zunge wirklich schärfen wollt, solltet ihr es mit der Bardenakademie in Einsamkeit probieren. Hab ich schon mal gehört, dankeschön. Also gut. So, was hat denn die Spinne fallen gelassen? Nichts Besonderes. Und weiter geht's. Sie hat ihn wahrscheinlich einfach nur angestört. Er hat sich unsichtbar gemacht und sie angegriffen. Aber was weiß ich schon. Außer, dass die meisten Gegner hier tatsächlich noch sehr gefährlich für uns sind. Außer die Säbelzahntiger und Wölfe. Muss man sich echt in Acht nehmen. So, und jetzt hier lang. Super, dann kann ich nämlich die Markierung endlich wegmachen. Dann haben wir es auch fast geschafft. Hier ist noch eine Höhle. Die Richtung würde ich gerne mal zumindest gucken. Oh, Hönigstrandhöhle mit einem Bären. Oh, ein Bär ist definitiv ein bisschen zu hart, wenn wir gerade so mit Säbelzahntigern klarkommen. Aber wir sollten gut entkommen können. Lydian, die hat wahrscheinlich Pech. Aber ich werde mich jetzt nicht von einem Bären angreifen lassen. Ich renne einfach weiter. Oder reite weiter. So. Die Graubärte haben das Drachenblut nach Hochrodka gerufen. Das wäre ich. So etwas ist schon seit einigen Jahrhunderten nicht mehr vorgekommen. Oh. Mhm. Was ist das denn hier? Eine Wache? Was könnte das zu bedeuten haben? Kimex Haus. Die Rückkehr des Drachenblutes? Und wem von uns würde eine solche Ehre zuteil werden? Und solch eine Macht? Ich würde erstmal gerne schlafen. Denn es ist schon wieder wahrscheinlich 4 Uhr am Morgen oder so. Willkommen im Gasthaus Wielemühle. Was wollt ihr? Wenn ich irgendetwas für euch tun kann, dann lasst es mich einfach wissen. Okay. Erstmal würde ich gerne zweimal aufsteigen, bevor ich das wieder vergesse. Ich würde sagen, wir erhöhen mal ein bisschen die Gesundheit. Oder einmal aufsteigen anscheinend nur. Unsere Schießkunst ist gerade auf 30 gesteigert worden. Das heißt, wir können... Ah! Rüstungsbonus. Ach nee, das ist leichte Rüstung. Warum geht Tab nicht einfach eins zurück? Das wäre so viel einfacher. So, was haben wir denn hier? Kritischer Treffer. Oh, ich kann heranzoomen. Ah, ich muss es erst aktivieren. Lohnt sich das? Wahrscheinlich, ne? Kritischer Treffer. Ne, ich zoome erstmal heran. Oder will fähig sein, heranzuzoomen. Entschuldigt, mein Herr. Hallöchen, Wilhelm. An eurer Stelle würde ich mich vom Hügelgrab im Osten der Stadt fernhalten.
Da spukt es. Okay, ich möchte erstmal ein Zimmer mieten. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Ich denke mal, es ist das gleiche wie sonst. Ich zeige euch euer Zimmer. Vorsichtig. Hier entlang. Ich weiß doch schon, was mein Zimmer sein wird. Nee? Lasst mich wissen, wenn ihr sonst da drüben, okay. Braucht. Ich dachte, es wäre das die gleiche Art. Oh, cool. Wir haben sogar... Na gut, wir können nur ein Bett benutzen anscheinend. Es gibt auch keine Türen. Perfekt. Na gut, dann würde ich mal wieder sagen... Na, Lydia, wenn du da stehen bleibst, machen wir das gerne auch hier. Wenn ich es richtig hinkriege, so. Genau. Dann würde ich mal sagen, das war Let's Play Skyrim. Ich bin Dennis oder ClassVLP und wir sehen uns bei den nächsten Parts. Tschüss!